Guten Morgen am 10. Oktober 2014. Hier spricht Berlin Admiral Markets. Mein Name ist Jens Schanowski. Derzeit sehen Sie noch die Webseite vom Börsentag Berlin. Der ist morgen am Samstag, dem 11. Oktober. Wir haben ja bundesweit Zuhörer und Zuschauer in dem Webinar. Wenn Berlin eine Reise wert ist oder Sie in der Nähe sind, vielleicht kommen Sie vorbei morgen 9:30 bis 17 Uhr. Admiral Markets ist auch vertreten. Wir würden uns freuen. Es kann sich lohnen. Ansonsten, wie immer, die erste Minute gehört mir. Einige Proforma-Sachen erzähle ich Ihnen, bevor ich gleich zum Hauptmoderator dann dem Dirk übergebe. Zum Beispiel Risikowarnung, ganz kurz von mir. Bitte nicht nachtraden, bitte nicht als Anlageberatung verstehen, was wir gleich erzählen. Es geht um Forex und CFDs, das sind Hebelprodukte. Der Hebel multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten, aber auch die Verluste, nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen Sie auf der Webseite den kompletten Warnhinweis gerne einmal durch. So sieht der Dirk aus, der übernimmt gleich. Und wenn Sie später Fragen haben, per Telefon, per E-Mail, über unsere Webseite, über Facebook oder über YouTube, kommen Sie auf uns zu. Bei YouTube zum Beispiel sind fast alle Webinare als Videoaufzeichnung verfügbar und viele weitere Themen. Also wenn Sie zum Beispiel das Tuning für den MetaTrader 4, die sinnvollen, kostenfreien Erweiterungen interessieren, bei YouTube finden Sie alles live im MetaTrader 4 präsentiert. Das war's von mir und dann übergebe ich direkt zu Dirk, der mit Ihnen die Märkte durchgeht. Guten Morgen, Dirk. Einen schönen guten Morgen nach Berlin und natürlich auch zum Rest. Ich teile erstmal meinen Monitor, damit wir ja auch was sehen. Und wir gehen gleich in die Handelsplattform. Aktuelle Indikation, wie das zum DAX Morning dazugehört, erst einmal. Momentan sind wir bei 8.924,50, 8.922,50 in diesem Feld taxiert. Wir starten auch gleich mit der Präsentation, um den gestrigen Tag, der alles andere als glimpflich da abgelaufen ist, kurz zu analysieren. Die Schlusskurse USA zunächst erst, nachdem wir ja jetzt nach einem Tag abgelaufenen das als Strohfeuer erklären können, was da passiert ist, haben wir gestrigen Tag mit 1,97% geschlossen. Also nahezu 2% ging es runter, bei der Nasdaq fast auch so. Standard & Poor's 500 als Kern und wichtigster Markt über 2,07, also runter. Das wird mit Sicherheit auch noch zusätzlich draufdrücken. Wir sind nachbörslich nach dem Xetra-Schluss gestern ordentlich nach unten gesegelt. Die 8.900er-Marke wurde durchrissen, getestet. Auch in den Indikationen ging es runter, bis auf unseren Einstellungs-Dummy-Trade, den wir ein paar Tage zuvor angesprochen haben. 8.885er Long-Setup hatte ich mal in den Markt einprogrammiert. Das ist halt eben mal zu gucken, wie man da eingebucht wird, eingebucht wurde. Jetzt kommt es heute mit dem Eröffnungstrade wahrscheinlich doch dazu, dass wir nochmal einen Test nach unten machen werden. Der hat zwar bei 9.005,02 geschlossen, der Xetra DAX. Das wird mit Sicherheit auch nochmal gespielt werden, diese Marke, aber momentan sieht es eher so aus, als haben wir eine schwache Eröffnung. Asien heute Morgen, Nikkei auch ordentlich im Minus. Und wieder erwarten ist der Hang Seng, hat das überhaupt nicht so verarbeitet, ist deutlich im Plus. Zum DAX, der generell, was für Daten erwarten uns jetzt direkt, 8:45 Uhr, habe ich noch gar nicht gerade geguckt. Die Industrieproduktion Frankreich, die natürlich jetzt hier verstärkt auf die Agenda rückt, und Industrieproduktion Italien um 10 Uhr. Da sollte man auf jeden Fall mal drauf achten. Ich sehe jetzt momentan noch nicht, dass das dementsprechend nach unten reißt. Wird ein, zwei Minütchen dauern, bis das wirkt. Dann Importpreise zum Nachmittag und für diejenigen, die auch gerade im Bereich Futures sich interessieren, auch für das Sentiment, für die aktuelle Lage, wer ist long, wer ist short, wo ist Open Interest im Markt, der COT-Bericht, der CFTC, also Commitment of Traders Report, der CFTC, das ist die Aufsicht für also die Commodities Futures Trading Commission, die Börsenaufsicht für diesen Bereich in den USA. Weiterer Fokus heute, Treffen der Weltbank, IWF in Washington. USA ist der zweite Tag und auch das Treffen des G20 Finanzminister und Notenbankchefs in Washington geht weiter. Da ist der ein oder andere Finanzminister und auch Notenbanker bereits schon gestern in Erscheinung getreten, hat Reden gehalten und natürlich auch weitere Punkte in Bezug auf EZB, Quantitative Easing und Covered Bonds Kauf und ABS und so weiter verlautbart. Also da muss man momentan wirklich auch darauf achten. Das Rauschen im Markt ist momentan sehr stark. Auf den Fonds.
Jahreskalender von Admiral Markets nochmal bezogen. Was findet heute auch noch statt? In Großbritannien zum Beispiel, Handelsbilanzsaldo, Bauindex, also Bauproduktionsindex und Conference Board Leading Index, also der Frühindikator seitens Conference Board für Großbritannien um 12 Uhr. Italienische Auktion findet noch statt. Zum Nachmittag kanadische, für diejenigen, die vielleicht in Luni treten, also US-Dollar-Card, kanadische Arbeitsmarktdaten, Arbeitslosenquote und so weiter. Und dann noch zum Nachmittag bis zum Abend auch immer wieder das sogenannte Rauschen im Markt, wenn Federal Reserve, FOMC-Members sprechen und Staatshaushalt zum Abend. Wie gesagt, heute ist Freitag, bitte nicht auf Krawall gebürstet, jetzt unbedingt noch Gewinne erzwingen, wenn es nicht funktioniert, beziehungsweise wenn man vom mentalen Setup heute auch nicht dafür gestrickt ist, lieber den Markt ein bisschen mehr länger beobachten und dann erst zuschlagen, als jetzt irgendwie von jetzt auf gleich sofort in den Markt zu starten. Die täglichen Pivots, natürlich, wie auch schon ein paar Mal gefragt, kann man diesen Pivot Point Indicator frei am Markt draußen, MetaTrader Forum, können Sie gerne mal da auch suchen, beziehen. Man kann den in die Handelsplattform einfügen und kann dann bei jedem Basiswert sich das anzeigen lassen, visualisieren lassen. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich nicht explizit einen empfehlen werde und auch nicht einbauen werde. Es hat einfach Gründe. Admiral Markets selbst ist auch nur Execution Only und wir machen ja keine Beratung auf irgendwelche technischen, analytischen Anbieter. Die DAX-Pivots heute, Pivot Point 9040, von dort aus wird übrigens auch natürlich überhaupt die Berechnung angestellt, dementsprechend die Formel für S1, S2, S3, von dort aus auch die Formel für R1, S2, R3 für diejenigen, die auch gefragt haben. Die aktuellen Niveaus habe ich natürlich im Chart eingebaut. Und was ist noch für die Statistiker wichtig? Dow Jones hat gestern den schlechtesten Tag in 2014 gehabt. Und obendrein, wenn wir auch ins Sentiment mal blicken von der Börse Stuttgart, was den DAX betrifft, haben wir aktuell einen sehr starken Wert, Maximumwert erreicht gehabt. Das heißt also, sie sind positiv gestimmt gewesen. Viele Privatanleger sind sogar jetzt nochmal neu investiert reingegangen. Man sieht genau das Gegenteil passiert am Markt. Der Markt geht nach unten. Zum aktuellen Niveau übrigens auch, für diejenigen, die sich mit den Fundamentaldaten dieser Art von Analyse nicht so oft beschäftigen, wenn wir uns auch nochmals auf die Börse Stuttgart konzentrieren, wo Umsatzspitzenreiter auch gelistet werden, gibt es natürlich auch viele Produkte, die da gehandelt werden, sei das jetzt KOs, also Knockouts, Optionsscheine und so weiter. Und das ist auch immer wieder interessant, welche Marken dort gehandelt werden. Umsatzspitzenreiter gestern beinahe 1 Million. Umsatz, zum Beispiel ein Papier, was bei 8.850 den Knockout hat. Also ist vielleicht nicht ganz uninteressant, dass man vielleicht leicht unterhalb dieser Marke oder leicht um diese Marke vielleicht ein erstes Long-Setup auch mal einprogrammiert. So, was haben wir aktuell? Die Pivot-Points habe ich Ihnen hier eingezeichnet. Was droht beispielsweise, wenn wir jetzt unter diese 8.900 Marke fallen? Ich gehe nochmal auf den Wochenchart und gehe extra nochmal auf den, ich eben vorbereitet habe, damit man nicht so viel Gewusel dazwischen sieht. Hauptsächlich, wenn wir hier sehen, ich mache nochmal den Lesepointer an, wo wir uns im Hoch hier befanden, mit dem 10.050er Bereich. Und dann haben wir einmal die 8.9er Bereiche, das zweite Mal den 8.9er Bereich und jetzt das dritte Mal diesen 8.9er Bereich hier in der Antestungsphase in den Spielen. Sollte dieser Bereich jetzt mit 8885 bis 8875 nach unten tatsächlich gerissen werden, können Sie davon ausgehen, dass im Markt einige Stops zusätzlich erreicht werden und den Markt möglicherweise relativ schnell nach unten ziehen. Also da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Dort könnte es vielleicht sinnvoll sein, dort mit ein, zwei Setups zu versuchen, den Markt nach oben hin abzufischen. Von unten hin nach oben dann natürlich abzufischen, so rum. Was passiert beispielsweise, wenn wir weiter runterfallen? Wo ist eine Projektion in Richtung nach unten? Für die Bären auch von Ihnen, für die Bären unter uns natürlich. 8559, wenn man guckt, es gibt diverse Publikationen, wo man sagt, von wegen, wir fallen bis 8500, wir fallen bis 8550, woher nehmen die Weisheit? Es ist letzten Endes die 8559, ein altes Hoch. Und wenn wir uns das hier im etwas längerfristigen Bereich im Wochenchart anschauen, dann wissen wir auch, woher das kommt. Das ist hier das Hoch. Und das Hoch kommt vom 19.05. Ne, vom 19.05.2013 bei 8.559. Also das ist zum Beispiel da
Konstruktion her, daher könnte man sagen, das ist ein nächster Aufsatzpunkt, das wäre eine Unterstützung für den noch weiter stark fallenden DAX. Wir sehen von diesen kurzfristigen, die ich hier angezeichnet habe, von dem Zwischentief, letzten Zwischentief im 8,9er Bereich auf die Entwicklung der 9,98er Bereiche hier oben angezeigte Fibonacci Retracements, wenn wir das nach unten hinziehen, die Extensions, die 161,8er, kommt hier im Bereich der 8300 rein, und wenn Sie sich dann jetzt zwischen der 100er und 161,8er, das wirft der MetaTrader hier nicht aus, die 138,2 Linie vorstellen und auch hochrechnen, dann kommen Sie ungefähr genau auf diese Linienbereiche hin. Also mit anderen Worten, auch das nicht unbedingt als aus den Haaren herbeigezogen. Das sind definitiv diejenigen Marken, die man im Auge behalten sollte, die man auch notfalls auch mal auf sich zukommen lassen kann. So, was ist zu sagen über den gestrigen Trade? Jens, ich wollte zum Euro-US-Dollar. Gibt es noch eine Frage zum DAX? Derzeit nicht, dann gerne Euro-Dollar. Okay. Gut, dann gehen wir zu Euro-Dollar. Euro-Dollar hatten wir gestern explizit nochmal erwähnt. Also Euro-Dollar hatte ich gestern auch vorgestellt mit einem Trade-Setup bei 1,2780er Bereiche Short. Es ist unglaublich, wie bilderbuchmäßig das auch funktioniert. Wenn Sie beispielsweise jetzt sehen, in diesem Bereich hier sollte der Short platziert werden, und dort ist der Short auch nicht ohne Grund angekündigt worden. Sie sehen, das ist hier die 61,8er Fibo-Marke. 61,8er Fibo-Marken haben unter anderem immer mal wieder eine größere Rolle als die restlichen. Woher kommt diese 61,8er Fibo-Marke? Natürlich auch nochmal zusätzlich erläutert. In den größeren Chartbereich kommt, und dann sehen Sie auch, na, da Tageschart. Dann sehen Sie auch, wo diese Fibo-Marken hergezaubert wurden, wenn wir im Wochenbereich nochmal schauen. Grüner Bereich vom 1,18er Tief, vom 1,20er-41er Tief zum 1,39er Zwischenhoch. Und davon ist das eine Fibo-Marke, die nicht von Unwichtigkeit ist aktuell. Wenn wir das dann in die kurzfristigeren Bereiche dann eben rüberziehen, scrollen wir nochmal rüber. Dann sehen Sie diese 23,8er Marke. Ja. So, jetzt sind wir gleich da. Ich habe diese Einstellung nicht vorgenommen. So. Ne. So. Wenn wir diese Einstellung jetzt beispielsweise jetzt hier sehen, sind wir genau bei diesen Marken nach unten abgeprallt und umspielen jetzt hier die nächsten. Ich würde vorschlagen, wenn Sie diesen Trade noch aktiv drin haben, es sei denn, Sie haben ihn schon mit fast 100 Pips Profit ausgebucht oder manuell entnommen oder die Hälfte Gewinnmitnahme betrieben, nur als Vorschlag zum weiteren Vorgehen, den Stop definitiv jetzt auf den Entry setzen, die Hälfte entnehmen, die andere Hälfte stehen lassen, so zum Beispiel als mögliche Vorgehensweise. Oder den Trade jetzt einfach ein Stück weit noch laufen lassen, den Stop aber auf dem Entry lassen. Mit vollem Einsatz kann man genauso machen. Man kann in dem Fall ja dann auch nichts mehr verlieren. An 27,85 ist weit, es sind über 100 Punkte aktuell. Bitte aber trotzdem zu bemerken, dass immer mal wieder irgendein Rauschen da draußen im Markt sein kann, wo ein US-Notenbanker dann wieder sagt, wir werden eine Fed-Zinserwartungen doch noch weiter nach hinten schieben. Und dementsprechend könnte vielleicht dann doch eine Reaktion im Markt auftreten, die den Euro ein Stück weit kurzfristig aufwerten lässt, was natürlich zu einem neuen Short einlädt. Das zum Thema Euro-US-Dollar. Falls es noch Fragen zu Euro-US-Dollar gibt, würde ich gerade weitergehen in Richtung Gold. 2 Minuten noch für Gold, okay. Und dann ist unsere Zeit schon wieder um. Genau, das Gold-Setup haben wir gestern angesprochen auch, Tag zuvor auch angesprochen. Bitte auch vorsichtig sein. Hier sind möglicherweise doch relativ schnell wieder Rücksetzer in Richtung der alten Marke von 1180 möglich. Also da ist man auch noch nicht gefeit von. Zum Jahresende traditionell wird Gold gerne mal eingekauft. Auch nicht nur jetzt im Trading-Bereich, sondern ich spreche hauptsächlich auch vom Precious Metals Market, vom Bullion Market, sprich in Waren und Münzen und auch im Bereich des Schmucks, sei das jetzt in Asien. Da muss man zumindest damit rechnen, dass die Anfrage nachziehen könnte. Also das ist der einzige Grund, warum man das noch weiter jetzt halten könnte, weil definitiv, seien Sie sich sicher, wenn wieder irgendwelche Zinsspekulationen und irgendwelche
besseren Marktdaten wieder rauskommen, wird der Goldpreis wieder ein Stück weit zurückfallen. Das aktuelle Risikoumfeld hat dem Goldpreis ein bisschen geholfen. Das zum Thema Gold. Wer den Trade mitgemacht hat, wer den Trade nach oben genutzt hat von diesen 1180er Marken bis 1222, 1225er Bereich hier, sollte den Gewinn mindestens mal zur Hälfte mitnehmen und den Rest laufen lassen oder ganz entnehmen. Gut. Ansonsten würde ich vorschlagen, wenn freitags jetzt schon ansehnliche Wochentrades gelaufen sind, behalten Sie es bei, lassen Sie auf jeden Fall die Punkte stehen und nicht mit Zwang jetzt noch irgendwie in irgendwelche Trades reinrauschen. Ich bedanke mich und letzte Frage schaffen wir noch. Eine Frage zu Gold schaffen wir noch und dann ist vorbei. Kann man Gold deiner Meinung nach bei 1180 kaufen? Ist das eine gute Marke? Die 1180er Marke ist, kann ich auch gerne nochmal auf den Chart gehen, hatte ich ja auch angesprochen, jetzt schon mehrfach ein schönes Sprungbrett gewesen. Es ist so ähnlich, wie es, also psychologisch betrachtet, auch so ähnlich, wie es jetzt aktuell bei dem DAX ist, dass diese Marke natürlich beim nächsten Antesten durchschossen werden kann. Also deswegen ist es sehr gefährlich natürlich. Es ist ein Trade-Setup wert. Es ist auf jeden Fall ein Long-Setup wert, kurz darunter, um zu testen, ob dieser Bereich noch gehält. Aber man sollte ihn nicht zu weit nach unten absichern, also den Stop-Loss etwas enger wählen. Nicht, dass man in Richtung der 1140er bis sogar 10.090er Marke runterfällt. Auf keinen Fall so weit Stop-Loss absichern. Schon mal ein schönes Wochenende, auch wenn der heutige Arbeitstag noch vor Ihnen liegt vielleicht. Wenn Sie möchten, morgen am Samstag können Sie uns auf dem Börsentag Berlin am Alexanderplatz erleben. Ansonsten Montag 8.45 Uhr geht's wieder los. Ja, vielen Dank, schönes Wochenende, tschüss aus Berlin, bis bald. Ich auch nochmal, tschüss.